Lang ist es ja nicht mehr, Weihnachten steht vor der Türe. Es ist eine besinnliche Zeit, in der man auch an andere denkt und zurückgibt. Das haben sich auch die tüchtigen Veranstalter von Juventute gedacht und Promis zum Keksebacken für den guten Zweck zusammengetrommelt. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Renovierung eines Hauses in Hallein, wo Kinder seit 1978 betreut werden. Das Haus ist stark renovierungsbedürftig, dementsprechend viel Geld muss gesammelt werden. Findet zum siebten Mal statt. Das ist also das traditionelle Keksbacken der Pro Juventute, Prominente gemeinsam mit Kindern in der Vorweihnachtszeit. Es ist eine Veranstaltung, die sehr gut zu uns passt, weil Weihnachten und Kinder und Keksbacken einfach zusammengehört. Erzähl mal, Martina, macht das heute Spaß zu helfen? Absolut, das ist eigentlich die beste Kombination. Man tut etwas Gutes und dann kann man ein bisschen herumpatzen. Man braucht die Küche nicht säubern. Die Kiana kann wirklich, du kannst alles bekleckern, das ist total egal. Ja, das macht richtig Spaß. Ja, und möchtest du auch einmal Kinder haben, weil du hier so lieb mithilfst und für Kinder was machst? Ja, früher oder später schon. Ja, auf jeden Fall. Macht das Spaß in der Vorweihnachtszeit, etwas für Kinder zu machen? Ja, sehr viel. Also ich meine, gerade das Verzieren und so, das ist sowieso total meins. Und überhaupt mit so entzückenden Kindern gemeinsam, das ist schon was Schönes. Ja, Kurti, heute bäckst du ja kein Brot, sondern Kekse. Habe ich da richtig gehört? Ja, na sicher. Ich liebe Kekse. Ich esse sie gerne. Ich backe gerne. Ich bin sehr kreativ, auch bei Keksen manchmal. Und überhaupt, wenn es für einen guten Zweck ist, ist es besonders Gutes. Und ich sage nicht jetzt ein Interview geben, sondern was tun. Man soll das tun, man soll backen. Das Wichtigste im Leben ist ein Wort mit drei Buchstaben und das heißt tun. Und umsetzen, konsequentes Tun, ist bei mir immer die Devise. Wieso ist es so wichtig, dass man Bedürftigen hilft? Ich glaube prinzipiell, also meine Philosophie ist, wenn man selber Glück gehabt hat im Leben und dann soll man, da auch aus Demut was weitergeben und soll dann anderen auch teilhaben lassen davon. Der Grund für diese Veranstaltung ist, dass die Pro Juventute in Hallein ein Haus hat, das für Kinder und Jugendliche dringend renoviert werden muss. Es wohnen dort seit 1978 Kinder. Das Haus also ist in die Jahre gekommen und die Einnahmen von dieser Veranstaltung werden für dieses Projekt verwendet. Was haben diese Kinder? Warum werden die betreut? Die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Es ist also zum Teil Überforderung der Eltern. Es sind also unter Umständen Schwierigkeiten in der Schule. Es kann sein, dass die Eltern physische oder psychische Schwierigkeiten haben. Und wir betreuen diese Kinder und Jugendlichen dann in unserem Haus 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, das ganze Jahr.